Im Schulhaus Brühlberg werden ab dem Sommer nur noch 2 Jahrgänge pro Klasse unterrichtet. So wird die Anzahl an Klassen von 4 auf 3 verkleinert. Um ein neues Lehrerteam zu finden, sei dieser Schritt dringend nötig, sagt der Schulpräsident vom Kreis Stadt und das gegenüber den Medien. Es bedeutet natürlich eine Umstrukturierung auch von der Klassenzusammensetzung, dass die Kinder zum Teil andere Gespendchen bekommen. Aber es führt auch dazu, dass wir weniger Lehrpersonen mit höheren Pensen rekrutieren können, was in dieser knappen Zeit sicher bessere Voraussetzungen schafft. Statt 8 Lehrer mit tiefem Pensum bräuchte beim neuen Konzept nur noch 4 Lehrpersonen. Eine Entscheidung ist noch offen. Weil es zu viele Schüler an der Brühlbergschule hat, stehen 2 Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder müsste vorläufig in übergrossen Klassen unterrichtet werden. Oder es wird in normalen Klassenschulen geben. Was zur Folge hat, dass 4 bis 8 Kinder die Schule wechseln müssten. Die Schulpflege wird diese Frage zusammen mit den Eltern entscheiden. Felix Müller hofft darauf, dass sich die Situation mit diesen Massnahmen wieder beruhigt. Wieder ein pädagogisches Konzept, wieder eine Pädagogik, die innovativ ist, könnte aufbauen. Es ist die Hoffnung selbstverständlich im Raum, dass das beruhigt und dass das wieder eine neue Konstanz ins Schulhaus Brühlberg bringt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Brühlberg eine neue Schulleitung bekommt. Die jetzige Schulleiterin hat nämlich gekündigt. Ein grosser Teil der Eltern hat schon lange gefordert, dass sie, aber auch Felix Müller, ersetzt werden. Eine Zusammenarbeit trotz der vorgestellten Massnahmen sei sehr schwierig. Wir haben das Vertrauen verloren über all die Jahre. Was jetzt hier abgeht, indem jetzt zwar die Schulleitung gekündigt hat, das ist in meinen Augen ein Opfer, das jetzt gefallen ist. Und es wäre konsequent, wenn er jetzt auch den Rücktritt nehmen würde. Die Eltern werden an ihren Forderungen festheben. Es braucht ein unabhängiges Team, das die verschiedenen Aufgaben angeht. Felix Müller soll mit dem Dossier Brühlberg gar nichts mehr zu tun haben dürfen.